Prima. Wir wollen zusammen den Herrn loben und Gott hat was vorbereitet für uns heute. Und es lohnt sich wirklich, dass wir unsere Herzensohren spitzen. Herr, ich danke dir, dass du da bist, dass du so viel getan hast, um uns zu erkaufen, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du alles gegeben hast, Herr, für uns, weil wir deine Lieblinge sind, deine Schätze sind, Herr. Und du hast ein Herz für uns, Herr. Wir danken dir, Herr. Und wir wollen jetzt wirklich aufpassen, dass wir wirklich alles mitkriegen, was du uns zu sagen hast, Herr Jesus. Wir wollen das tun, was du sagst und darüber nachdenken, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns befreit hast, Herr, dass du uns gerettet hast, dass du uns die Sünde vergeben hast, Herr Jesus. Und dass wir jetzt mit Freimütigkeit, mit Kühnheit zu dir kommen, zum Thron des Vaters kommen können, Herr. Ich danke dir, Herr. Amen. Ja, guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid. Ihr dürft gerne alle aufstehen, wir starten jetzt mit dem Lobpreis und genau. Wie groß und grenzenlos, doch deine Gnade.
Thank you.
heiße dich einfach heute Morgen willkommen. Ich danke dir einfach, dass du ja immer mit uns gehst, dass du bei uns bist. Du kennst einfach jeden Einzelnen, du weißt, wie es uns geht. Und ich bitte dich, dass du einfach jedes Herz berührst, dass wir einfach frei und ohne Schuld einfach zu dir kommen können. Du bist einfach so ein guter Vater. Du hast einfach Freude, Liebe, Hoffnung, einfach alles, was wir brauchen, gibt es bei dir. Und wir müssen einfach nur Ja zu deinem Geschenk sagen oder dürfen Ja zu deinem Geschenk sagen. Nimmt einfach diese Segen an und sagt einfach Ja zu ihm.
Wie Wasser die Meere erfüllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Als ich das einfach heute Morgen gelesen habe, war das einfach, ja, hat man so einfach eine Freude empfunden, weil wir einfach jetzt schon einen kleinen Teil sehen können von der Herrlichkeit Gottes, die uns bevorsteht, dass wir echt den Himmel einfach entgegenfiebern dürfen, dass wir einfach unser altes Leben hinter uns lassen dürfen und zu ihm kommen dürfen. Und ja, seine Herrlichkeit ist einfach unbeschreiblich schön. Und ja, lasst euch einfach fallen in seine Arme und er wird euch alles geben, was ihr euch von Herzen einfach wünscht. Your grace abounds in deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. Thank you.
Jesus. Danke, Jesus, dass wir dir dienen dürfen hier in diesem Haus, Herr. Es ist nicht dein Tempel, sondern wir sind dein Tempel, Herr, wenn wir dich aufgenommen haben, Herr. Und wir danken dir, dass wir dir dienen dürfen, Herr, dass wir dich erleben dürfen, dass deine Gegenwart kommt, wenn wir dich anbeten, dir danken, Herr, dass du unserem Herzen gut tust, Herr. Dass du unser Herz wie Balsam einhüllst, Herr, und heilst, Herr, und befreist, Herr Jesus. Wir preisen dich, du bist ein wunderbarer Herr. Gott, wir danken dir, dass wir dir dienen dürfen, Herr. Halleluja. Ich will euch ein Wort mitgeben, einen Eindruck von heute. 2. Korinther 6, Vers 16 bis 18. Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, denn sie sollen mein Volk sein und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige.
Gott möchte in uns wohnen. Gott möchte in uns wohnen und unter uns wandeln, unter uns dienen. Und wenn wir Jesus annehmen, das Geschenk von Jesus am Kreuz annehmen, dann bekommen wir das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn wir wirklich dieses Geschenk, was Gott uns in Jesus gemacht hat, dass er für unsere Schuld und Sünde am Kreuz gestorben ist, persönlich annehmen und sagen, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben, so werden wir ein Kind Gottes und werden ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir sind dann alle, die das gemacht haben, sind ein Tempel des Heiligen Geistes und sind Kinder Gottes. Und so wie Gott Liebe ist, so sind auch wir Liebe und kann aus uns fließen seine Liebe, seine Worte, so wie bei Jesus. Seine Worte, dass wir das Evangelium weitererzählen, die gute Nachricht weitererzählen, dass wir für die Menschen beten und dass Heilung geschieht. Deine Liebe können wir weitergeben. Wir sind auch Liebe und Gott möchte seine Liebe in diese Welt ausgießen, ausbreiten. Und es ist ein Vorrecht, dass wir dies tun dürfen, nicht aus eigener Kraft, sondern nur durch seinen Geist. Ich möchte überleiten jetzt zum Opfer. Da können wir auch diese Liebe, die wir bekommen haben von ihm, diese Finanzen auch, die wir bekommen haben, können wir ihm weitergeben. Dafür, wo er möchte, dass wir das hingeben. Freiwillig und ohne Zwang soll das sein. So, wie man es sich im Herzen vorgenommen hat, so wie der Herr einen das lehrt. Und dann können wir auch ein Segen sein. Und wir können auch weiterhin ein Segen sein für die Menschen in der Ukraine. Ich habe gestern mit Viktor gesprochen, dem Pastor, den wir damals immer unterstützt haben, die eine neue Gemeinde gegründet haben in einem anderen Dorf. Und dieses Dorf ist von einer Bombe getroffen worden. Und es sind dort jetzt viele ukrainische Soldaten und die Grenze dort ist sehr, sehr nah, also die Kampfzone. Und es fliehen in diese Gegend fliehen auch viele aus dem Osten der Ukraine. Und auch viele Christen sammeln sich da bei diesen Gemeinden, die dort sind. Und die können wir immer noch finanziell erreichen und unterstützen, versorgen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dann auf dieses Ukraine-Konto spenden, was wir in der Gemeinde haben. Oder ihr füllt einen Umschlag aus und schreibt für Ukraine hin. Oder ihr gebt es der Anna persönlich, könnt ihr auch machen. Und einfach, dass ihr wisst, das Geld kommt an und wenn ihr dort drüben welche unterstützen möchtet oder speziell Christen unterstützen möchtet, das könnt ihr noch tun, das funktioniert noch alles. Und auch sonst, wenn ihr einfach aufs Herz bekommt, der Gemeinde zu spenden, seid ihr jetzt herzlich eingeladen. Und Herr, ich danke dir, dass du alle Herzen siehst, Herr, und ich bitte dich, dass keiner unter Zwang und Druck gibt, sondern nur, was er sich vorgenommen hat, Herr, und danke, dass du auch siehst, was online gegeben wird oder was aufs Konto überwiesen wird, Herr. Ich danke, dass du jedem vergilst, Herr, und ich danke dir, dass wir so auch dein Liebeswerk hier auf der Erde tun können, Herr. Amen. Dann haben wir heute Abend um 19 Uhr haben wir wieder Gebet für die Menschen in der Ukraine, in Russland und in Deutschland für Erweckung. Und am Samstag haben wir den Mitarbeitertag. Und zwar haben wir ihn am Samstag dann doch hier und nicht drüben in der Halle, weil da können wir im Moment noch nicht rein. Wir haben ja doch so ein schönes Bild vom Mitarbeitertag. Wollt ihr das mal hinmachen? Und also ihr seid herzlich eingeladen für den Mitarbeitertag, wenn ihr irgendwas Kleines auch für die Gemeinde gemacht habt einmal, wenn ihr sie unterstützt habt, wenn ihr für sie gebetet habt, dann seid ihr herzlich eingeladen. Meldet euch bitte an, bitte bis Dienstag, weil wir das Essen dann bestellen möchten. Und nach dem Gottesdienst möchten wir auch die Stühle und Tische dafür vorbereiten. Kann da jemand dann helfen, die Stühle und Tische reintragen? Ist das schon? Meldet euch dann bitte beim Daniel hier, der Herr mit dem roten T-Shirt vorne.
Dann, wenn jemand Kuchen oder Nachtisch auch für den Mitarbeitertag machen könnte, dann meldet euch bitte auch bei uns oder bei den Spenglers. Und ansonsten die anderen Sachen, was alles läuft diese Woche, findet ihr im Internet. Das wird nicht jedes Sonntag angesagt. Ihr seid da herzlich eingeladen. Herr, ich danke dir, dass du da bist, Herr. Ich danke dir, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen. Danke dir, dass du auf dem René bist, Herr, dass du ihm deine Worte in den Mund legst und ihn führst, Herr, wie, was einfach die Schafe brauchen, Herr. Ich danke dir, dass wir als deine Schafe, dass wir deine Nahrung auch aufnehmen, dass wir das stille Wasser auch trinken, Herr, dass wir es in uns aufnehmen, Herr. Dass wir wirklich das reine Wort Gottes, was du zu uns sprichst, aufnehmen, Herr. Dass wir gut gedeihen, Herr, und wachsen, Herr, zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Ja, einen schönen guten Morgen. Ups. Halleluja. Danke, Jesus. Ja. Lass uns einfach nochmal auf Jesus schauen. Er ist einfach hier und lass uns wirklich unseren Fokus, dass wir uns bewusst machen, er ist wirklich hier in unserer Mitte. Wir stehen in seiner Gegenwart und wir wollen ihm das tun lassen, was er möchte. Ja? Weil ich spüre, wie er wirklich heute euch seine Liebe, seine Gegenwart, seine Kraft zeigen möchte. Jesus, ich danke dir, dass du so mächtig bist, dass wir so einen mächtigen, großen, unendlich großen Gott haben. Herr, wir rühmen uns in dir. Herr, du hast gesagt, wir sollen uns in dir rühmen, Herr. Wir sind stolz auf unseren Gott. Wir wollen uns wirklich rühmen, dass wir dich kennen dürfen, Herr, dass wir dieses Vorrecht haben, zu dir zu gehören, dass wir an deiner Seite sein dürfen, dass wir, wie wir gerade gelesen haben, dass du mit uns bist, in uns bist, dass du in uns lebst, Herr. Und ich bitte dich jetzt auch, dass du uns heute wieder ein Stück weit mehr die Augen und die Herzen öffnest, Herr, dass wir hineinblicken in diese geistliche Realität, in die du uns gestellt hast, dass wir in deiner Gegenwart stehen, dass du mit uns bist, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir in deinem Reich hineinversetzt sind, in dein Reich, in deine Herrschaft, unter deinen Schutz, unter deine Gnade, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Wir danken dich. Vater, ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Danke dir auch für jeden, der im Livestream zuschaut. Für jedes Kind, was auch im Kindergottesdienst da ist und für alle Mitarbeiter, Herr. Ich danke dir, dass es dein Plan ist, dass wir Gemeinde leben, dass wir Gemeinschaft leben, Herr, dass wir miteinander vor dir dich suchen, Herr, und dich begehren und dass wir dein Reich hier auf die Erde bringen, immer mehr in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ja, das ist unser Auftrag, ja, als Gemeinde, dass wir das Reich Gottes auf die Erde bringen. Halleluja. Ist irgendjemand dabei, der sagt, ich bin dabei, ja, wenn wir das Reich Gottes auf die Erde bringen? Ja? Halleluja. Wir sind tatsächlich nicht nur einfach hier, um ein bisschen religiöse Luft zu schnuppern, ein bisschen religiöse Übungen zu machen, sondern wir sind hier, um das Reich Gottes aufzurichten. Jesus hat damals zu seinen Jüngern gesagt, als er sie ausgesandt hat, geht los. Und nehmt nichts mit, das war eine echte Herausforderung, die sollten nichts mitnehmen, durften nichts mitnehmen, sie mussten aus Glauben leben, aus Vertrauen zu Gott, es ist gut, wenn man das lernt, aus Glauben zu Gott zu leben, weil dann, wenn dann echte Schwierigkeiten kommen, dann weiß man schon, wie es funktioniert. Okay? Ich weiß noch damals, als wir in Haiti, ich war ja viele Jahre in Haiti gewesen und da war jeder Tag die Wahnsinnsherausforderung, weil es ist immer irgendwas, was nicht funktioniert hat, weil irgendein Chaos gab es jeden Tag. Und ich weiß noch, der Missionar hat damals gesagt, der Weltuntergang kann kommen, wir sind bereit. Ja, wir haben so viel Chaos und so viele Herausforderungen hier schon überstehen müssen, dass man
für alles bereit ist. Ja. Und tatsächlich will Gott uns echt stark machen. Er will, dass du stark im Glauben bist, dass du stark im Geist bist. Und darum soll es heute gehen. Wir haben ja letzte Woche auch schon so ein bisschen über Endzeit gesprochen. Und Endzeit ist ja, wenn man dieses Wort schon ausspricht, dann zieht es manchen schon irgendwie alles zusammen und denkt, oh, Endzeit, jetzt wird alles schlimm. Nein, das kann schon sein, dass manche Dinge schlimm werden, aber schlimm war es schon immer, ja. Schlimmes hat es schon immer gegeben. Aber die Endzeit ist vor allem die Zeit, wo Jesus wiederkommt. Halleluja. Und darauf bereiten wir uns vor. Nicht auf den Untergang. Ich sage dir eins, wenn du mit Jesus unterwegs bist, du wirst nicht untergehen. Selbst wenn er in deinem Boot noch schläft, ja. Du musst ihn noch nicht mal aufwecken. Du musst nur auf ihn hören, was er gesagt hat. Ich glaube, als die Jünger damals da im Boot waren und Panik hatten, oh, wir gehen unter. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus hinten, der lag ja im Boot und hat geschlafen. Ne? So ist Jesus. Und du denkst dir manchmal, ach Jesus, ich gehe gerade hier unter und du schläfst. Ja, wo bist du? Hilf mir. Er ist da. Ja, und er hat die ganze Zeit alles unter Kontrolle gehabt. Vielleicht hat er so ein Auge offen gehabt und sich überlegt, mal schauen, was sie machen, meine Jungs. Ja? Weil er wollte sie fit machen, er wollte sie herausfordern, er wollte sie stark machen, dass sie im Glauben stehen. Und dann hat er ihnen gezeigt, wie es funktioniert. Er musste halt dann doch aufstehen, hat gesagt, also hat im Wind geboten. Aber diese gleiche Lektion hat er ihnen vorher schon gegeben, hat gesagt, wenn ihr zum Berg sprecht, ja, im Glauben, dann muss der sich bewegen. Und wenn ihr zum Baum sprecht, er hat ja zum Feigenbaum gesprochen, der wurde dann verdorrt und so weiter, hat gesagt, euer Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja. Und er hat sie ermutigt, im Glauben zu handeln. Und wir durften das letzte Woche echt auch so real erleben. Wir hatten auch eine ziemliche Herausforderung als Familie. Vielleicht wissen manche, dass wir dieses Jahr noch Großeltern werden. Ja, Halleluja. Ja. Ja, danke schön. Ich habe nichts dafür getan. Ja. Müsste jemand anders klatschen. Ja. Unsere Kinder, also der David und die Sabine, unsere Schwiegertochter, die bekommen im August ein Baby. Und das Baby wollte letzte Woche schon kommen. Also die Wehen kamen ziemlich heftig. Alle 3 Minuten waren Wehen da. Und das wäre nicht so gut gewesen, wenn es letzte Woche schon geboren wäre. Und wir haben gebetet. Und ich hatte genau diese Stelle vor Augen, wo Jesus dem Sturm geboten hat. Und ich habe den Wehen geboten, oder wir haben den Wehen geboten, haben ihm gesagt, Wehen, ihr seid still. Es ist noch nicht die Zeit für Wehen jetzt. Also ich habe dann mich mal medizinisch aufklären lassen, dass es schon Wehen geben kann in dem Zeitpunkt, aber noch keine Geburtswehen. Ja, eben. Und es waren aber schon eben Geburtswehen dabei gewesen. Und wir haben gebetet, geboten, gesprochen im Glauben. Und Gott ist treu, ja? Gott hält sein Wort. Das ist nicht, weil wir jetzt so besonders oder tollen Glauben haben oder so toll sind, sondern weil Gott so toll ist und weil er uns einfach diese Verheißung gegeben hat. Und er hat einfach gesagt, wir sollen das tun, was er gesagt hat. Wir haben einfach das getan, was er gesagt hat. Amen. Wir haben dem geboten, wir haben zu den Dingen gesprochen, weil wir wussten, es ist nicht Gottes Wille, dass unser Enkelkind jetzt schon geboren ist. Weil Gott hat den Babys eine bestimmte Zeit gegeben, dass sie im Bauch heranwachsen. Und wenn es reif ist, dann soll es geboren werden, ja? Wenn die richtige Zeit ist. Und das ist so schön, und zu wissen, wir, unser Gott ist mit uns. Ja? Und wir stehen da nicht allein, wenn Schwierigkeiten kommen. Und ich muss echt sagen, auch obwohl das die Nachrichten nicht so gut waren. Irgendwie hatte ich die ganze Zeit die Ruhe. Ich wusste zwar jetzt nicht, ich konnte jetzt noch nicht
so sicher sein, also ob das Baby, ich hatte immer, egal was passiert, das Baby wird leben, ja, egal was, auch wenn es geboren wird, aber wir haben schon den Wehen geboten, dass die ruhig sind und sie haben sich beruhigt und Halleluja, die Sabine ist auch wieder aus dem Krankenhaus raus und ist alles wieder normal und danke Jesus. Und das ist unser Gott. Und er ist mit uns allen. Er ist mit dir, er liebt dich und er möchte dir heute seine Liebe zeigen. Er möchte dir heute zeigen, dass er auch bei dir ist und mit dir ist. Und wir haben letzte Woche über darüber gesprochen, dass wir uns jetzt schon in der Endzeit befinden. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt so Weltuntergangsprediger sind. Eben, ich habe schon gesagt, dass das nicht unser Thema ist. Weil Endzeit war schon zur Zeit von Jesus. Also schon zur Zeit von Jesus steht in der Bibel, dass das das Ende der Zeit war, haben wir letzte Woche in der Bibel gelesen. Und für die Endzeit gibt es ganz besondere Verheißungen. Und die gelten für uns, ja. Und wichtig ist es, und ich habe heute so auf dem Herzen, dass Gott mir nochmal dass wir heute das betonen, wie Gott uns führt und leitet in dieser Zeit, in dieser besonderen Zeit. Eben auch, wenn Herausforderungen kommen, wenn echte Schwierigkeiten auf uns zukommen, die vielleicht erstmal uns eine Nummer zu groß sind oder zwei oder drei Nummern zu groß sind. Also für Gott ist es nie zu groß, Halleluja. Und deswegen ist es gut, wenn wir lernen, wie Gott möchte, dass wir leben. Weil Gott hat einen besonderen Lebensstil für uns als Christen, der anders ist als Menschen, die Gott nicht kennen. Er hat gesagt, ist auch ein Wort in Bezug auf die Zeit, wo Jesus wiederkommt, in Malachi 3, da heißt es, dass in dieser Zeit Gott einen Unterschied machen wird zwischen denen, die ihm dienen und denen, die ihm nicht dienen. Und es hat auch einen besonderen Grund, weil wir sollen die Menschen eifersüchtig machen, im positiven Sinne. Ja? Wisst ihr, dass Israel dafür berufen worden war, um die Welt eifersüchtig zu machen eigentlich? Dass die Menschen, die Nationen damals, die nicht mit Gott diesen Bund hatten, dass sie denken, wow, was haben die für einen Gott? Und manchmal hat es ja auch funktioniert, in Ägypten zum Beispiel. Die Ägypter, also zur Zeit von Mose rede ich jetzt, ja, wo das Volk Israel noch in Gefangenschaft war und Sklaven der Ägypter waren. Ihr kennt ja die Geschichte mit Mose, dass diese Plagen kamen über Ägypten. Und am Ende der Zeit, kurz bevor das Volk Israel eben dann ausgezogen ist aus Ägypten, können wir lesen, dass ganz viele Ägypter begeistert waren von diesen Israeliten, ja. Die haben gesagt, was habt ihr für einen Gott, ja, der sich so um euch kümmert? Und wir können auch sogar lesen, dass einige aus Ägypten mit ihnen mitgezogen sind, weil sie gemerkt haben, wow, den ihr Gott, der ist ja ganz anders als unser Gott, ja. Die hatten irgend so einen Sonnengott und was weiß ich alles, Ra und ich weiß gar nicht, ägyptische Götter kenne ich mich nicht so aus. Fede? Osiris, okay, auch ein schöner Name. Aber gut, sind alles nur Namen. Unser Gott ist der lebendige Gott. Ja. Und das ist so was anderes, das ist so eine Ehre, ihn zu kennen wirklich. Und ich möchte noch mal eine Bibelstelle lesen, die haben wir letzte Woche schon gelesen. 1. Petrus 4, Vers 7. Und vielleicht können sich manche noch erinnern, da schreibt der liebe Apostel Petrus uns ein paar Tipps für die Zeit, wenn das Ende aller Dinge gekommen ist. Und er hat damals schon davon gesprochen eben. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren.
wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Okay, da steht jetzt eine ganze Menge drin, so ein ganzer Katalog, was der Petrus sagt. Das empfehle ich euch oder das gebe ich euch mit als ein Verhalten oder als ein Weg durch diese Zeit des Endes hindurch. Wie ihr in, vielleicht, ich habe ja gesagt, so ein Überlebenspaket, Allzeitbereitpäckchen für die Endzeit, habe ich letzte Woche gesagt. Da kommt jetzt vor, seid besonnen, nüchtern, das heißt, seid nicht panisch, seid besonnen, habt euren Sinn auf Gott ausgerichtet, seid im Gebet, seid anhaltend in der Liebe, bleibt in der Vergebung, seid gastfrei, öffnet euch für andere Menschen, ja. Habt gutes Reden, kein Murren, kein negatives, böses Reden gegen andere, dient einander und als ich mir das so angeschaut habe, ist mir plötzlich klar geworden, dass all diese Punkte, es ist ein geistliches Verhalten, ja? Es ist ein geistlicher Lebensstil. Und darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen sprechen, weil wir als Christen, wir leben nicht einen religiösen Lebensstil, das möchte ich als dem Ganzen gegenüberstehen, sondern wir sind dazu berufen, einen geistlichen Lebensstil zu leben. Und das ist ein totaler Unterschied. Ja? So ein bisschen religiös. Ich habe mal aufgeschrieben, das Religiöse ist nur eine harmlose Fälschung des Geistlichen. Und all diese Punkte, die wir gerade genannt haben oder die wir gerade hier in der Stelle gelesen haben, das sind geistliche Punkte. Es ist ein geistliches Verhalten, es sind geistliche Dinge, die, wenn wir sie eben im Glauben, im Vertrauen, im Gehorsam Gott gegenüber tun, die haben eine Kraft in sich. Religiöse Werke haben keine Kraft. Die beschäftigen dich nur, die nehmen dir Kraft, die geben dir keine Kraft, ja. Und religiöse Dinge, religiöse Werke sind all diese Werke, die wir tun, um uns dadurch bei Gott was zu verdienen oder uns besser zu stellen bei Gott. Und das ist durch Werke nicht möglich, sondern das hat Jesus schon erledigt. Halleluja. Du musst nichts dafür tun, um bei Gott angenommen zu sein und anerkannt, wertgeschätzt zu sein. Er schätzt dich schon, er liebt dich schon. Er hat dich schon geliebt, wo du noch Sünder warst, sagt die Bibel. Da hat er sich schon nach dir ausgesucht. Und Jesus hat den Preis bezahlt dafür, dass wir jetzt gerecht, heilig und tadellos vor Gott stehen können. Und das, was wir jetzt tun, das sind nicht religiöse Werke, um bei Gott Punkte zu sammeln. Die Punkte hast du schon geschenkt bekommen. Halleluja. Sondern es ist dazu da, dass wir das Reich Gottes aufrichten, dass wir das tun, was Gott will, damit das geschehen kann, was Gott vorhat. Damit wir ein Teil von dem sind, wir sind Partner Gottes. Ja? Er hat uns zu Bundespartnern gemacht. Er hat damals Noah berufen, er hat Noah beauftragt. Der musste nicht die Arche bauen, damit Gott zufrieden ist und damit er Punkte bei Gott sammelt, sondern er musste die Arche bauen, weil dies zum Plan Gottes gehört hat. Abraham musste sein Land nicht verlassen, um bei Gott Punkte zu sammeln, um vor Gott gut dazustehen, sondern er hat es getan, weil es zum Plan Gottes für die Menschheit gehört hat. Amen. Und so können wir jetzt durch die ganze Bibel durchgehen, wir können uns einen nach dem anderen anschauen. Das waren alles Leute, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben, damit das geschehen konnte, was Gott tun wollte. Und das ist das, das sind die Werke oder das Verhalten oder das Tun, was Gott von uns sich wünscht, ja, oder wonach er sich sehnt. Dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, dass wir eben genau diese Dinge tun. Wenn wir jetzt dann nochmal durchgehen, Besonnenheit oder unseren Sinn auf Gott auszurichten, ist eine geistliche Übung. Da ist eine geistliche Kraft drin, wenn du Gott vor Augen hast. Gebet ist keine religiöse Übung, ich sag's dir.
Vielleicht für manche, ja, ist Gebet eine religiöse Übung, dann wird irgendein Gebet tausendmal wiederholt und dann meint man, das macht Gott Eindruck. Gott ist nicht schwerhörig, ja, und Gott ist nicht schwerfällig, dass man es ihm immer wieder sagen muss. Gebet ist eine geistliche Übung, ist ein geistliches Handeln. Du, dein Geist, dein menschlicher Geist, kommen wir gleich noch dazu, ist in Verbindung mit Gott, mit seiner Person. Und da ist eine Power drin. Ja? Halleluja. Okay. Liebe ist kein Gefühl in erster Linie, kann auch Gefühle mit sich bringen, aber Liebe ist eine geistliche Kraft. Gott selbst ist Liebe in Person und Liebe ist eine geistliche Power. Es ist so tatsächlich die größte geistliche Kraft, die es überhaupt nur gibt. Wenn du von Liebe bewegt wirst, Jesus war von Liebe bewegt, als er sein Leben für uns hingegeben hat. Er hatte da nicht romantische Gefühle, glaube ich jetzt nicht so ganz, ja. Aber er war voller brennender Liebe für jeden von uns, für jeden Menschen. Und da ist echte Power dahinter, ja. Vergebung. Also wie wir hier gelesen haben, dass die Liebe eine Menge von Sünden zudeckt. Vielleicht können wir den Vers nochmal einblenden, dass ihr das auch lesen könnt, dass all diese Punkte hier in diesen Versen drin sind. Vor allen Dingen aber habt eine anhaltende Liebe. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Wenn wir Vergebung geben, das ist geistliche Power. Ja, da wird was freigesetzt, wenn du vergibst. Du wirst vor allem freigesetzt. Ja? Jesus hat gesagt, lass los und du wirst losgelassen. Das ist nicht religiöses, das ist nicht nur religiöse Übungen, dass wir irgendwie was erfüllen, sondern es ist ein geistliches Wirken, es ist geistliches Verhalten. Und dazu ruft uns die Bibel immer wieder auf, weil Gott weiß, in dem echten geistlichen Leben, da ist die Power drin. Dann gastfrei zu sein, einfach sich für Menschen zu öffnen, ohne Murren. Und das hat ja was mit unserem Reden zu tun. Unser Reden ist eine geistliche, da ist eine geistliche Kraft drin. Wir schauen uns gleich das alles noch an. Und dann einander zu dienen mit unseren Gaben. Das ist geistlich, das ist nicht religiös, so eine komische, falsche, religiöse Verpflichtung fühlen, uns zu dienen, sondern nein, wir tun es aus freien Stücken, weil wir Jesus lieben, weil er uns gedient hat, wollen wir einander dienen. Und darin ist auch, das ist geistliches Leben, ja, das setzt göttliche Kraft frei. Die Bibel ist übrigens auch, also ich habe jetzt mal Renates Bibel, dass ich euch eine schöne Bibel zeigen kann, ein Buch, ich habe ja nur meine Elektrobibel hier. Die Bibel ist kein religiöses Buch. Es ist ein geistliches Buch. Ja? Wir sind nicht dazu aufgefordert, religiös zu werden, sondern geistlich. Wir als Christen sollten keine religiösen Menschen sein. Wir sollten geistliche Menschen sein. Halleluja. Und das ist ein totaler Unterschied. Ja? Ich habe es ja schon erklärt, Religion eben, die Religion fordert letztendlich von den Menschen immer was. Du musst was tun, um diesem Gott irgendwie gnädig zu stimmen, um ihm, dass er bei Laune ist, so, ne? Dass er dir auch was Gutes tut. Und unser Gott, er hat schon alles Gute getan. Das ist der Unterschied. Und indem wir lernen, geistlich zu leben, lernen wir in diesen Dingen zu leben, die er schon vollbracht hat. Und das zu tun. Ich möchte mal kurz ein paar Punkte aufzählen. Also die Bibel offenbart uns zum Beispiel geistliche Gesetze. Ja, es gibt Gesetze, geistliche Gesetze, die im übernatürlichen Bereich wirken. Zum Beispiel das Gesetz, gib und dir wird gegeben werden. Das ist ein geistliches Gesetz, hat Jesus aufgestellt. Das funktioniert, ja.
Oder das Gesetz, du erntest, was du säst. Ja? Das funktioniert, ob du das willst oder nicht. Ja? Das funktioniert im Guten, funktioniert auch im Negativen. Ob man es will oder nicht. Ja? Das hat, weil es Gott eingesetzt hat, diese geistlichen Gesetze. Und die finden wir in der Bibel. Dann habe ich vorhin schon gesagt, unser Reden, wir lesen das in den Sprüchen, Leben und Tod liegen in der Kraft der Zunge. Also in der Kraft deiner Worte ist Power. Ja, deswegen ist wichtig, was wir reden. Dass wir eben nicht murren über andere, über uns, über Gott. Weil das ist negatives Reden und es setzt negative Kraft frei. Ja? Es ist ein geistliches Gesetz. Dann spricht die Bibel in Römer 8 zum Beispiel vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, da wo Sünde ist, da folgt logischerweise auch der Tod. Das Tod in dem Fall ist damit gemeint, dass es uns von Gott trennt, von dem, der Leben ist, von der Quelle des Lebens trennt. Wenn wir in Sünde leben, ist eine Trennung geschieht, Trennung von Gott. Aber das Gute ist, die Bibel sagt, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat uns befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Also hat Gott ein anderes Gesetz gegeben, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Jesus hat ein neues Gesetz aufgestellt, ein Gesetz des Lebens. Durch den Geist, durch den Glauben, durch das Vertrauen an ihn wird in unserem Leben neues Gesetz freigesetzt, was das Gesetz des Sünde und des Todes außer Kraft setzt, dass wir Vergebung empfangen können und Gottes Leben empfangen können. Halleluja. Also das sind geistliche Gesetze und wir sehen, die Bibel ist echt ein geistliches Buch, dass wir geistliches Verständnis bekommen und das ist so wichtig in unserer Zeit, weil das hebt dich und mich auf in einen anderen Level. Du bist nicht nur du bist nicht unter den natürlichen Umständen, sage ich mal, versklavt, sondern du hast eine höhere Instanz, ja, unter der du stehst. Ich habe es geschrieben, diese geistlichen Gesetze bestimmen unser Leben, ob wir daran glauben oder nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir sie kennen. Also lies die Bibel, die ist so interessant. Ich habe einen zweiten Punkt. Die Bibel offenbart uns Menschen als geistliche Wesen. Ja, du bist nicht nur Haut und Knochen und Blut und Fleisch und ein bisschen Chemie, sondern die Bibel sagt, du als Mensch, jeder Mensch ist ein Geistwesen, auch ein geistliches Wesen. Klingt jetzt so ein bisschen spooky, ja? So, also ich meine jetzt nicht so einer, der mit dem Betttuch rumläuft und so ein Gespenst halt, nicht so ein Geist. Ein übernatürliches Wesen, ja? Die Bibel sagt, wir Menschen sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass wir eben jetzt genauso äußerlich ausschauen wie Gott, weil das wäre schwierig, weil ihr schaut ja alle anders aus, ja? Äußerlich zumindest. Sondern damit war gemeint, dass so wie Gott Geistwesen ist, ein Geist, eine übernatürliche Person ist, wir auch sind. Und Gott hat uns Menschen einen inneren Menschen gegeben, nicht nur einen äußeren Menschen. Wir haben es gerade gelesen, unser Leib ist ein Tempel, eine Behausung für den Heiligen Geist. Das ist unser Leib. Also unser Leib ist wie ein Anzug, den wir tragen, um hier auf der Erde zu leben, um mit natürlichen Dingen in Kontakt zu kommen. Ja? Gott hat uns auch einen Geist, einen inneren Menschen gegeben. Die Bibel spricht auch vom Herzen des Menschen. Und selbst wenn unser Leib dann eines Tages mal abstirbt, der innere Mensch, der lebt weiter. Das steht alles in der Bibel. Der Mensch besteht eben aus Geist, Seele, Leib. Und manchmal denken Menschen, wenn vom Geist in der Bibel, der Geist des Menschen die Rede ist, manchmal damit ist der Verstand gemeint, aber das ist gar nicht so. Es gibt nämlich Stellen, die ganz klar unterscheiden zwischen was Geist ist und was Verstand ist. Zum Beispiel heißt es in
1. Korinther 14, wenn wir in neuen Sprachen beten, dann betet unser Geist, unser Verstand bleibt fruchtleer. Also sehen wir, dass hier ein Unterschied ist zwischen dem Geist und dem Verstand. Dann spricht die Bibel, dass wir geistliche Nahrung brauchen, nämlich Gottes Worte, die aus seinem Mund kommen. Jesus hat mir gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Es ist nicht nur religiöses Gewäsch, irgendwie so religiöse, unklare, also einfach nur, dass man ein bisschen was Frommes, dass es fromm klingt und schön klingt und man ein bisschen fromm und angehaucht ist, sondern Jesus hat ganz klare und konkrete Aussagen gemacht, geistliche Aussagen, die Power haben, die unser Leben bereichern. Und natürlich, wir können das lesen in der Bibel, 2. Korinther 4, Vers 16 zum Beispiel, dass es einen inneren und einen äußeren Menschen gibt. Also du hast einen inneren Menschen und den äußeren Menschen kennen wir meistens schon ein bisschen. Die Bibel nennt es auch unser Fleisch, der natürliche Mensch. Ja? Aber du bist ein geistliches Wesen. Gott hat dich geschaffen als geistliches Wesen, um mit ihm Kontakt zu haben. Ja? Übernatürlich. Und dann spricht Jesus auch davon, dass es eine Geburt aus dem Geist gibt. Ja? Das ist dann, wenn wir wirkliche Christen werden. Jesus hat zu einem Pharisäer, der hatte da so eine Teaching-Abend, der Pharisäer, der Nikodemus war das, kam nachts zu ihm, wollte wahrscheinlich nicht gesehen werden von den anderen Pharisäern und hat ein paar Fragen an Jesus gehabt. Und dann hat Jesus ihm gesagt, lieber Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und der Nikodemus denkt natürlich, so wie viele Menschen natürlich vom Natürlichen her denkt, wie kann ich wieder geboren werden? Soll ich wieder in den Leib meiner Mutter rein und nochmal rauskommen? Irgendwie ist ein bisschen schwierig jetzt. Ja? Und Jesus sagt, nein. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, ist Geist. Also er spricht von zwei Geburten. Also soweit ich sehe, alle, die ihr hier seid, ihr seid zumindest im Fleisch geboren, sonst wärt ihr nicht hier, ja. Aber man kann eben auch aus dem Geist geboren werden, wenn wir Jesus unser Leben hingeben. Die Bibel spricht, oder im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 14, steht, so viele oder alle, die Jesus als Erlöser, als den Messias angenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden und eben die aus Gott geboren sind. Also wir können aus Gott nochmal neu geboren werden, nämlich unser Geist. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und Gott möchte, dass du auch geistlich lebendig bist durch Jesus. Das hat Jesus bewirkt, dass wir Menschen auch wieder eben in diesen lebendigen Kontakt zu Gott kommen können, von Geist zu Geist, von Herz zum Herzen Gottes. Und das macht einen ganzen Unterschied, ja. Und dafür können wir nachher auch noch beten. Wenn du noch nicht neu geboren bist, dann kannst du das heute werden, weil Jesus hat schon alles vollbracht, damit es geschehen kann. Dritter Punkt, die Bibel offenbart uns geistliches Verhalten oder geistliches Leben, wie wir geistlich leben können. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt eben so 2 Zentimeter über dem Boden schweben oder dass wir alle unsere Arbeit, dass wir alle unsere Arbeit hinschmeißen und noch meditieren und noch beten und noch. Das ist damit nicht gemeint. Ja. Wir können voll im Leben stehen, voll alles tun und trotzdem aus dem Geist leben. Halleluja. Geistliches Verhalten zum Beispiel, haben wir in der Bibelstelle gelesen, ist zum Beispiel vergeben. Und ich habe schon gesagt, da ist so eine Kraft dahinter. Wenn du Menschen vergibst, die dir zum Beispiel quergekommen sind, die dir richtig böse gegen dich waren, die dich verletzt haben, dass du erkennst, Jesus hat mir vergeben. Und deswegen kann auch ich vergeben. Ja.
Das ist dann, wenn wir wirklich die Gnade Gottes erlebt haben und verstanden haben, dann können wir auch Gnade geben. Und einen Punkt, und den möchte ich jetzt ein bisschen genauer anschauen, weil das, glaube ich, ist für unsere Zeit so ein wichtiger Bereich in der Bibel, sind die Früchte des Geistes. Die Bibel spricht von den Früchten des Geistes. Und damit ihr wisst, was ich damit meine, gehen wir mal in den Galaterbrief, Kapitel 5. Denn ich habe gerade gesagt, wenn wir Jesus unser Leben geben, wenn Jesus der Herr unseres Lebens wird, dann werden wir von Neuem geboren. Unser Geist, der zuvor in gewisser Weise tot war oder mit Gott nicht in Kontakt war, der wird dann wieder lebendig. Das ist ein Wunder, das ist ein echtes Wunder. Das wirkt Gott, wenn wir ihm unser Leben hingeben. Und er verwandelt unseren inneren Geist. Wir werden nämlich geschaffen in seinem Bild, wieder neu geschaffen. Und unser Geist wird erfüllt vom Heiligen Geist und bekommt dann auch die Fähigkeit, diesen Charakter von Jesus zu leben. Als Frucht angelegt oder als Same angelegt. Wir müssen natürlich lernen, das dann auch auszuleben. Aber der Same der Früchte des Geistes, sage ich jetzt mal, den legt Gott in uns hinein in der neuen Geburt. Wir fangen aber mal an in Vers 13, weil ich glaube, dass das so wichtig ist für unsere Zeit, in der wir leben, weil eben eher so die Tendenz ist, alles so nach äußerlichen Dingen zu beurteilen und nach sichtbaren Gefühlen sich zu verhalten. Und da können wir ganz schnell in die Irre kommen. Ich lese mal Galater 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder und Schwestern auch. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und hier sehen wir auch wieder Liebe als geistliche Kraft, als geistliche Kraft, die unser Leben bewahrt. Im Gegensatz zu dem Leben aus dem Fleisch. Also Fleisch klingt immer so eklig, ja, wenn wir das so lesen. Damit ist einfach die alte, rein menschliche Natur gemeint, die ohne Gott lebt. Ja? Dein altes Wesen, nenne ich es immer, das alte Wesen. Das ist immer noch irgendwie ein Teil von uns, aber wir können das lernen zu überwinden, indem wir nämlich, oder wir lesen mal weiter, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also wenn du in Liebe lebst, dann machst du nichts falsch, du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad dann, ja. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Guter Tipp von Paulus. Und jetzt Vers 16. Ich sage aber, wandelt oder lebt, habt einen Lebensstil im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Also wir sehen, hier gibt es zwei Bereiche in unserem Leben. Eben das fleischliche, natürliche, der natürliche Mensch. Aber er sagt, lebt im Geist, lebt aus dem Geist, aus dem neugeborenen Geist. Er schreibt das ja zu Christen hier. Und das kann man auch nur wirklich zu Christen sagen, weil eben man muss von Neuem geboren sein. Man muss Jesus in sich haben, damit diese Aussagen zu uns treffen, dass wir eben das neue Wesen von Jesus, was er in uns hineingelegt hat. Die Bibel sagt ja, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, in Christus geschaffen, zu guten Werken. Er ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen und siehe, Neues ist geworden. Das Neue ist von Gott und das ist in unserem Geist, in unserem innersten Wesen angelegt. Ja? Das neue Leben von Gott, die neue Schöpfung. Und wenn wir die erkennen und wenn wir lernen, aus dieser neuen Schöpfung, aus dem Geist zu leben,
können wir diese Lüste des Fleisches überwinden, ja, werden sie nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist oder kämpft gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt. Und das habt ihr alle hundertprozentig schon erlebt, ja. Da kommt irgend so eine verlockende oder nicht wirklich gute Verlockung zu einer Sünde vielleicht. Und dann geht der innere Kampf los. Mache ich's, mache ich's nicht? Die eine Stimme sagt, ja, mach's ruhig, ist okay. Die andere Stimme sagt, nein, Gott hat was anderes gesagt, er hat einen besseren Plan für dich. Ja? Und diesen Kampf kennen wir und der wird hier beschrieben. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Denn als Kinder Gottes wollen wir ja eigentlich Gott gefallen. Und wir wollen eigentlich das, was Gott will, aber eben sind wir manchmal auch verlockt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Jetzt werden immer aufgezählt, was so der Bereich des Fleisches ist. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Streit, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Ja, es hat alles mit Egoismus zu tun, wo man denkt, man will für sich aus eigener Kraft sich irgendwie bereichern und sich was Gutes tun oder sich selber irgendwie in eine bessere Position bringen. Das hat alles damit zu tun. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also wir sehen hier, das ist so wichtig, dass wir aus diesen Dingen herauskommen, weil die uns nur schwächen, unser Leben schwach machen, weil wir dann nicht mit Gottes Reich in Verbindung sind. Und dann heißt es aber die Frucht des Geistes. Und da möchte ich euch ermutigen, wenn Jesus in dir lebt, dann darfst du im Glauben vertrauen, dass eben diese Früchte in dir schon angelegt sind. Und dass Gott dir die Kraft und Fähigkeit gegeben hat, in all diesen Früchten zu leben. Wenn wir eben lernen, mit ihm in Verbindung zu bleiben und das anzunehmen, was er über unser Leben ausgesprochen hat. Und das sind jetzt Liebe, Halleluja, Freude, Friede, Langmut oder Geduld, ganz wichtig, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht. Und das ist wirklich geistliche Power, wenn wir lernen. Das ist tatsächlich der Charakter von Jesus. All diese Eigenschaften, die beschreiben den Charakter, in dem Jesus gelebt hat. Und diese Samen oder diese Früchte, die sind in uns schon angelegt, weil er sein Leben in uns hineingegeben hat. Und wir können lernen, immer mehr aus dem Geist zu leben, ja. Geistlich erstmal zu erkennen, hey, ich bin geistliches Wesen, ich bin von Neuem geboren, Jesus lebt jetzt in mir und ich lerne aus meinem Geist zu leben, zu erkennen, ich bin übernatürliches Wesen, im Ebenbild Gottes geschaffen. Und dann heißt es, die aber dem Herrn Jesus Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Das heißt, wandeln klingt so ein bisschen komisch. Wandeln heißt eigentlich, einen Lebensstil zu haben, einen kontinuierlichen Lebensstil in dieser Sache zu haben. Also wenn Gott uns lebendig gemacht hat in unserem Geist, dann lasst uns, sagt die Bibel, in einer anderen Übersetzung bei NEU heißt es, wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Das finde ich gut ausgedrückt. Ja.
Wir haben das neue Leben von Jesus und dann wollen wir es auch führen, dieses neue Leben leben. Und das nennt die Bibel einen geistlichen Lebensstil und der hat eben eine Power, die uns durch diese Zeit mächtig durchtragen wird. Ja? Wenn du aus dem Geist heraus lebst, das macht einfach so einen Unterschied. Ich habe dann noch zwei andere Punkte, sage ich noch ganz kurz. Die Bibel offenbart uns auch geistliche Personen. Also zum einen, dass wir geistlich sind, natürlich, dass Gott eine geistliche Person ist. Die Bibel sagt, Jesus hat gesagt, Gott ist Geist. Und wer ihn anbeten will, betet ihn an im Geist und in der Wahrheit, aus seinem Geist, aus dem Herzen. Er ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Dann gibt es die Engel, Cherubim, Seraphim, verschiedene Engelsabteilungen. Das sind reale Personen, geistliche Wesen. Wenn ihr sehen könntet, was hier im Raum los ist, hey, ihr würdet ausrasten, ja. Ich weiß von Menschen, die auch schon im geistlichen Bereich, denen Gott die Augen geöffnet hat, die das sehen konnten. Ja, wenn du es in der Bibel liest, wo jemand einen Engel gesehen hat, meistens hat es die umgehauen, weil sie so überwältigt waren. Natürlich gibt es auch die negative Seite, Satan, den Teufel, nennt ihn die Bibel, der ist genauso real. Aber das müssen wir, also das offenbart uns einfach die Bibel, wie wir damit umgehen können. Die Bibel spricht von Fürsten, Gewalten, bösen Geistern, Dämonen. Ja, und deswegen ist so wichtig, dass wir die Bibel kennen, dass der Heilige Geist uns Offenbarung gibt. Und tatsächlich spricht die Bibel von einer ganzen geistlichen Welt, die uns umgibt, ja, die einfach da ist, die wir nicht sehen können, aber die real ist. Die Bibel spricht vom System dieser Welt. Dieses Weltsystem ist in der Welt, in der wir leben, ist ein System, ein geistliches System letztendlich. Da wird auch vom Gott dieser Welt gesprochen, das ist aber nicht unser Gott. Der ist nämlich, der will den Menschen den Sinn verblenden, dass sie Gottes Herrlichkeit und Schönheit nicht sehen können. Und dann spricht die Bibel aber auch vom Reich Gottes, was mitten unter uns ist. Halleluja. Und darum geht es, dass wir als geistliche Menschen geistlich leben, diese geistlichen Gesetze kennen, unsere geistlichen Waffen kennen. Es gibt auch geistliche Waffen. Es gibt geistliche Kämpfe. Amen. Und dass wir uns geistlich verhalten, weil darin liegt eine Kraft, damit wir eben das Reich Gottes unter uns aufrichten. Weißt du, wenn du ein Mensch bist, der in Liebe lebt, wenn du am Morgen auf die Arbeit gehst und alle sind mies gelaunt und alle schimpfen über den Chef oder übereinander oder über irgendwas und du sprichst ganz anders da rein, ja? Du sprichst Vergebung, bist freundlich. Was haben wir gelesen? Was sind die Früchte? Friede, Freude, Freundlichkeit, Geduld. Du bist geduldig. Hey, du richtest Reich Gottes auf in dem Moment. Halleluja. Du merkst es vielleicht gar nicht so sehr. Du lebst einfach deinen christlichen Charakter, deinen Jesus-Charakter, der in dir schon angelegt ist. Und einfach indem du das tust, richtest du Reich Gottes auf. Und wenn du dann auch noch Worte sprichst, der Ermutigung, der Stärkung, des Glaubens, des Vertrauens, hey, da wird Reich Gottes aufgerichtet. Jesus hat ja gesagt, geht hin und verkündigt das Evangelium und sprecht, das Reich Gottes ist hier. Betet für die Kranken. Ja, wenn du für Kranke betest, du richtest Reich Gottes auf. Halleluja. Wenn du für Menschen betest, wenn du mit einem Menschen betest, dass er Jesus kennenlernt, du richtest Reich Gottes auf. Das Reich Gottes breitet sich aus. Und dafür sind wir da. Das ist unser Auftrag. Und das wird uns auch sicher, egal was die Zeit bringen wird, egal was kommen wird, das wird uns durchbringen. Halleluja. Jesus hat doch gesagt, trachtet zuerst nach was? Damit es euch gut geht, damit ihr sicher seid, damit euer Bankkonto immer voll ist, dass der Kühlschrank immer... Nein, er hat gesagt, trachtet zuerst nach meinem Reich, ja, nach dem Reich Gottes. Und alles andere kümmere ich mich drum, hat er gesagt. Und so ist es. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Halleluja.
Halleluja, dass wir so ein Reich Gottes Bewusstsein haben. Du bist ein Teil vom Reich Gottes, ja? Du richtest Reich Gottes auf in deiner Familie, mit deinen Worten, mit deinem Verhalten, mit deinem Reden, mit allem, was du tust, verbreiten wir Reich Gottes. Oder eben nicht, ja? Das kann auch sein, dass wir als Christen es eben nicht verbreiten. Aber wir sind dazu berufen. Halleluja. Und Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, dass wir in dieser Zeit leben. Herr, ich glaube, dass jeder, der hier ist, dazu bestimmt ist, jetzt in dieser Zeit zu leben, Herr. Und Herr, ich danke dir, dass du uns dazu bestimmt hast und dazu berufen hast, dein Reich in unserem Leben, in unserer Umgebung, in unserer Welt aufzurichten. Herr, ich danke dir, dass du in uns lebst, Herr. Ich danke dir, dass du uns neues Leben geschenkt hast, dass das alte, der alte sündige Mensch, dass der gekreuzigt ist, mit dir begraben ist und dass du uns ein neues Leben geschenkt hast und dass wir das kennenlernen dürfen, dass du uns neu geschaffen hast in deinem Wesen, in deinem Charakter, Herr, dass wir Liebe, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Treue, all das leben können und einander damit dienen können und immer mehr dein Reich dadurch aufrichten, Herr. Ich danke dir, dass du uns geistliche Waffen gegeben hast, dass wir sie gebrauchen, Herr, um eine Veränderung zu schaffen, auch in unserer Umgebung, in unserer Welt, in Jesu Namen. Ich danke dir, dass da Kraft drin ist in den Dingen des Geistes, Herr, dass es nicht nur leeres religiöses Gerede ist, sondern dass du in deine Worte Kraft hineingegeben hast und dass sie das bewirken, wozu du sie gesandt hast, Herr. Halleluja. Wir setzen jetzt diese geistliche Kraft, wir wollen dich freisetzen. Und ich möchte jetzt noch fragen, wenn jemand hier ist, der sagt, du hast vorhin davon gesprochen, von Neuem geboren zu sein, aus dem Geist geboren zu sein. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du wirklich schon von Neuem geboren bist, wie die Bibel sagt, so wie Jesus es gesagt hat. Und man wird es eben, indem man das annimmt, was Jesus für uns erfüllt hat und für uns erkauft hat. Indem du das ganz bewusst dich Jesus hingibst und ihn als den Herrn deines Lebens, ihm dein Leben gibst. Wenn du das noch nie bewusst gemacht hast, dann möchte ich dir jetzt dazu eine Gelegenheit geben. Und ich möchte fragen, wenn jemand hier ist, der sagt, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich möchte von Neuem geboren sein, aus dem Geist. Ja, dann heb einfach mal kurz die Hand, dann beten wir mit dir, damit du das heute erlebst. Damit du das heute erlebst. Jawohl, Halleluja, super. Sonst noch jemand hier? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist so, so wichtig, ja. Dass wir von Neuem geboren sind, dass wir mit Gott versöhnt sind, mit ihm dieses Leben haben. Ist noch jemand da? Halleluja. Danke, Jesus. Dann möchte ich euch einladen, dass wir mit denen, die sich jetzt gemeldet haben, beten. Und wenn ihr wollt, auch wenn ihr euch nicht gemeldet habt, dürft ihr gerne auch noch mitbeten. Lasst uns das wirklich in Ehrfurcht vor Gott beten. Das ist das größte Wunder, was geschehen kann, dass Menschen von Neuem geboren werden, dass sie neu geschaffen werden, dass das Leben Gottes in sie hineinkommt. Jesus, ihr könnt es gerne mitsprechen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du dein Leben für mich geopfert hast. Und dass du die Strafe für mich getragen hast. Und den Preis bezahlt hast, den ich nie bezahlen konnte. Ich glaube in meinem Herzen, dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld und Sünde am Kreuz weggenommen hast. Und dass dein Blut mich jetzt reinwäscht von aller Schuld und Sünde. Und ich gebe dir jetzt mein Leben
und sei du der Herr meines Lebens. Und ich empfange jetzt dein neues Leben, deine Gerechtigkeit als dein Geschenk. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich gerettet hast für alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Das ist geistliche Dimension. Ja, wir haben nichts gesehen jetzt, vielleicht nichts gespürt, aber ich sage euch, da ist jetzt was passiert. Wenn Menschen ihr Leben Gott hingeben, die Bibel sagt, es ist Party im Himmel und wir dürfen auch ein bisschen Party machen. Ja? Ich weiß, die Zeit ist um, ich bin schon wieder viel zu spät. Gott segne euch, ich mache jetzt einfach Schluss. Gott segne euch, ihr Lieben, wer noch Gebet empfangen möchte, ihr dürft gerne nach vorne kommen und wir beten für euch. Amen. Ja, schön, dass du auf unseren Online-Kanal geklickt hast. Ich bin René Stebani, Pastor in der biblischen Gemeinde Schweinfurt. Wir sind hier eine freie christliche Gemeinde und unser Anliegen ist es, Menschen wie dir und mir zu helfen, in eine ganz persönliche Beziehung mit Jesus zu kommen, mit ihm zu leben und ihn und seine Liebe immer mehr und immer besser kennenzulernen und dabei dann zu entdecken, was für einen genialen Plan er für dein und mein Leben hat. Vielleicht bist du durch das Programm, durch das, was du gesehen und gehört hast, irgendwie angerührt in deinem Herzen oder inspiriert, oder du hast ein Gebetsanliegen und brauchst Hilfe. Du kannst gerne mit uns in Kontakt kommen. Oder du kannst einen unserer Gottesdienste besuchen. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite. Ja, vielleicht bis bald. Tschüss und sei gesegnet.